Jo, was geht ab? Wie ihr seht, ist hier einiges neu und zwar das komplette Studio bzw. der komplette Raum. Für diejenigen, die uns nicht bei Instagram folgen, mit uns meine ich mir und Jasmin, denen will ich kurz erklären, was hier passiert ist, weil die wissen dann wahrscheinlich nicht Bescheid. Jasmin und ich sind vor einiger Zeit umgezogen und zwar in ein eigenes Haus, was wir soweit jetzt durchrenoviert und saniert haben, dass wir hier drin tatsächlich leben können und ich hier mein eigenes Studio mir eingebaut habe. Wie man es hört vielleicht, die Akustik ist hier wahrscheinlich noch nicht so die beste drin. Ja, tut mir an der Stelle ein bisschen leid, aber es wird auf jeden Fall in Zukunft was dran passieren, was die Akustik angeht. Wenn ihr da Tipps oder Tricks habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bitte euch quasi an der Stelle um ein kleines bisschen Hilfe. Und für diejenigen, die uns bei Instagram folgen, die wissen wahrscheinlich Bescheid, weil sie da in den täglichen Stories fast alles mitbekommen haben, was wir hier so gemacht haben. Also falls ihr uns da noch nicht folgt, auch gerne unten mal in die Videobeschreibung gucken. Dort findet ihr sämtliche Links zu sämtlichen Social-Media-Kanälen. Was gibt es noch Neues? Ja, neues Studio. Nächste Woche wird dazu wahrscheinlich oder in den nächsten Videos wird es dazu mal eine Roomtour geben. Also vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr die Roomtour nicht verpasst. Und in dem Sinne, wenn ihr schon mal da unten rumfuchtelt, könnt ihr auch gleich noch den Like-Button drücken. Das ist einfach eine coole Sache für den Instagram, für den YouTube-Algorithmus. So, und nachdem ich das alles gesagt habe, würde ich sagen, fangen wir mit dem heutigen Thema an, für dem Video, was wir ja heute kurz behandeln wollen, beziehungsweise was ich euch dazu erzählen möchte. Ja, die Kernfrage ist, warum sollte ein Fotograf auch inzwischen ein guter Videograf sein? Und ich würde sagen, weil in der Videografie die Zukunft steckt. Gerade wenn man im Social-Media-Bereich sehr stark und aktiv unterwegs ist, wird man in Zukunft nicht drum herum kommen, sich als Fotograf auch mit Videos einfach auseinanderzusetzen. Denn der ein oder andere vielleicht wird es wahrscheinlich auch schon bemerkt haben, dass einfach selbst bei Instagram immer mehr Videos in seinem Feed, den man durchscrollt, auftauchen. Das ist ganz normal, da einfach Videos viel mehr Engagement und eine viel höhere Reichweite erzielen, als es zum Beispiel Fotos machen. Und deswegen werden die bevorzugt vorgeschlagen, da ein User einfach länger an so einem Video hängen bleibt, im optimalen Fall, als er erst bei einem Foto bleibt. Außerdem gibt es inzwischen TikTok, wo man Videos im Vertikalmodus hochladen kann, genauso wie bei Instagram, die Reels sehr stark vertreten sind, als Gegenpendant zu TikTok. Und auch da kann man mit der Kamera oder als Fotograf tatsächlich sehr coole Reels und andere Videos quasi hochstellen und hochladen. Und genau deswegen will ich hier in Zukunft auf diesem Kanal auch mit euch über die oder vermehrt über die Videografie reden. Denn ich glaube, das ist ein Thema, was viele Fotografen bis dato immer gemieden oder ja, vernachlässigt haben. Für all diejenigen, die diesen Kanal noch nicht seit, boah, weiß ich nicht, 2014 abonniert haben, die müssten. Oder die wissen es nicht, dem will ich es kurz erklären, dass ich früher eigentlich tatsächlich angefangen habe mit der Videografie und mir dann die Fotografie, wie ich sie heute betreibe, erst im Nachhinein ein bisschen beigebracht habe. Das heißt, ich habe eigentlich zu Anfang mich ausschließlich damit befasst, wie ich vernünftig oder wie ich sehr schöne cinematische Videos drehen kann. Und dieses Wissen, was ich mir in der Zeit halt angeeignet habe, will ich jetzt auf jeden Fall an euch weitergeben, indem ich euch mal erkläre, wie man mit Premiere Pro schneidet, wie man mit Adobe After Effects vielleicht ja, coole Effekte erstellen kann und Titel zum Beispiel ins Bild richtig einbindet, wie man seine Gesichtstöne oder das Color Grading in so einem Video vornimmt, was man für Settings in der Kamera vornehmen muss, damit man einen cinematischen Look erzielen kann und so weiter. Da gibt es nämlich schon so ein paar Regeln und Tipps und Tricks, die ich euch auf jeden Fall zeigen will, um aus euch vielleicht einen besseren Videografen zu machen. Und genau das soll hier einfach, wie gesagt, jetzt in den nächsten Videos passieren, die hier so hochgeladen werden. Natürlich wird es immer noch um die Fotografie gehen und es wird auch weiterhin noch Vlogs geben. Daran will ich gar nichts ändern. Aber ich will jetzt auch vermehrt wieder die Videografie so ein bisschen mit in das Thema einbeziehen, was ich hier betreibe und hier auf dem YouTube-Kanal hochladen. Ich meine, letztendlich ist es sowieso meine freie Entscheidung. Aber ich freue mich halt immer über euer Feedback, wenn ihr mir unten was in die Kommentare schreibt oder ein bisschen was dazu erzählt, was ihr so davon haltet, was ich hier vorhabe. Das war es eigentlich erstmal so grundsätzlich zu diesem ersten Video hier jetzt in der neuen Wohnung oder in unserem neuen Haus. Ich muss mich da auch erstmal nochmal dran gewöhnen und mich ein bisschen darauf einstellen, wie das hier ist zu filmen. Es ist quasi Season 2, die jetzt hier beginnt. Ein neues Kapitel, ein neuer Abschnitt. Und ja, fühlt euch frei, unten den Like-Button doch zu drücken und schreibt einen Kommentar.
indem er mal reinschreibt, wie euch dieser Look so gefällt oder der Hintergrund im Allgemeinen. Das würde mich tatsächlich brennend interessieren. Und teilt das Video, shared es, weiß ich nicht, macht den ganzen Kram, liken, kommentieren und so weiter, um den YouTube-Algorithmus zu zeigen, dass ihr coole Videos für interessante Leute und coole Fotografen, Videografen in Zukunft kommen werden. Und jetzt würde ich sagen, Peace, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.